Wir haben uns gerade auf den Live-Ball geschmuggelt. Ich bin mega nervös, oh mein Gott. Ich habe dich gesucht und endlich habe ich dich gefunden. Hallo Leute, heute hier am Live-Ball in Wien. Ich habe mich extra schick gemacht für den Abend. Und mal schauen, was die anderen dazu sagen. Ey, das wäre witzig. Dein Ziel ist es, da reinzukommen. Du musst um jeden Preis da reinkommen. Ich werde mich schlagen, Mann. Maxim, du musst dich der Conchita-Wurst stellen. Was hast du mir, was hast du mir heute Morgen gesagt, als du aufgewacht bist? Heute wirst du es der Conchita-Wurst beweisen. Und das machst du heute, Maxim. Ich finde einen anderen Weg. Mach es, geh raus und beweise es der Welt. Ich habe kein Ticket oder so, aber ich probiere mich mal jetzt reinzuschmuggeln. Mal schauen, ob das klappt. Da sind 1000 Securities. Ich gehe in die Securities jetzt ganz selbstsicher vorbei. Mal schauen, was daraus wird. Kommt mit. Wir haben uns gerade auf den Live-Ball geschmuggelt. Ich bin mega nervös, oh mein Gott. Die haben überall die Bändchen kontrolliert. Wir sind einfach gekonnt mit dem Licht auf der Kamera durchgelaufen. Nice. Don't tell it anybody, but I smuggled myself inside. I don't bought a ticket. We also just smuggled ourselves inside. We've been hiding here for a week. Wow. Yeah, in the toilets. What did you eat? Nothing. Nothing? Okay. What do I have to do to be like the next Conchita Wurst? Are you singing good? Well, how's your voice? Let me see. I'm a maniac, maniac, whoa. I think to be the next Conchita Wurst, you need to be a black lesbian in a wheelchair. I can try that. Yeah. I can paint myself black, break my legs, and what else? Lesbian. And then sing well. Heute kannst du nicht unterscheiden, ob homo oder hetero oder bi. Okay. Ich habe einen Freund und bin glücklich mit ihm. Was, wenn dein Freund heimlich bisexuell ist und er es dir noch nie gesagt hat? Was, wenn er heimlich was mit einem Mann hat? Wäre ein geringeres Problem als mit einer Frau. Weniger Eifersucht? Ja. Eine Frage. Ja. Bist du Sido? Nein. Nicht? Du schaust ihn zu verwechseln ähnlich. Ja, ich weiß. Haben dir das schon viele gesagt? Bitte? Haben dir das schon viele gesagt? Ja, nein, du bist also hier der Erste. Immerhin. Die Maske da schaut mega, mega cool aus. Dankeschön, ganz lieb. Klingt faszinierend. Ja? Ich habe schon einige Sachen gesehen, aber das ist mein Lieblingsstück, glaube ich. Es ist auch selber gebastelt, mit viel Liebe. Nicht schlecht. Bist du eifersüchtig, dass er so ein Ding hat und du nicht? Nein, gar nicht. Ich möchte nichts im Gesicht kleben. Ich habe es überlegt, aber... Verstehe ich. Es gibt ja so viele Leute, die verdecken ihre Gesichter komplett mit Masken. Wieso machen die das? Schämen die sich für ihr Äußeres? Ich wollte gerade sagen, weil sie hässlich sind. Na, Scherzer. Und bei dir ist nur ein Büttel hässlich. Ja, deswegen hast du dir überlegt, verdeckst du ihn. Ich habe einen Schlaganfall gehabt vielleicht. Was hat er gemacht, um zu verdienen, Sklave zu sein? Er hat nichts erreicht, deswegen ist er mein Sklave. Schämst du dich nicht? Er lässt es mir jeden Tag spüren. Lass los! Ich bin befreit! Ich bin frei! Ein freier Mann ist es jetzt! Ich bin jetzt frei! Ich habe dich gesucht und endlich habe ich dich gefunden! Ja, schon die ganze Zeit! Schatz, das kann gar nicht sein! Wieso nicht? Ich glaube, du suchst die Echte! Verdammt! Auto schaut genauso aus, insofern passt es trotzdem! Ich bin Conchita 4711 aus Köln! Okay! Und wir machen Comedy und sowas! Vielleicht bist du ja besser noch als die echte Conchita! Nein, das wage ich mich nicht auszusprechen, nein! Wer weiß! Aber wir sind sehr lustig in Köln. Und wir tun jetzt mal so, als wärst du die echte Conchita. Nein, auf gar keinen Fall. Verdammt. Und hab eine Ehre.
Ich hab's geschafft. Ich war drin, die haben mich reingeschmuggelt. Conchita habe ich nicht gefunden, aber fuck it. Das war super. Conchita, falls du es jemals sehen wirst, melde dich bei mir. Ich bin dein größter Fan. Bis dann, Leute.